habe ein neues Pet. Ich habe einen Eisdrachen. Aber den wollte ich doch haben. Hey Leute. Was geht? Bibi Kahn hier mit... Mama Danja. Hello. Hallöchen. Mama Danja, es schneit immer noch draußen. Ich glaube, es ist für die nächsten 2 bis 3 bis 4 Wochen nur Schnee angesagt. Das klingt ja absolut fantastisch. Also ja, ich hoffe, ich wir werden da nicht eingeschneit, aber dann muss halt eins mal mehr hier der Schneelaster durchfahren durch ihr Dorf. Ist doch nicht schlimm. Ich weiß, du als Bürgermeisterin hast ein bisschen was zu tun, aber ist doch okay. Ja, das ist in Ordnung. Also das nehme ich total in Kauf. Es sieht so schön aus hier in Adopt Me City. Ich weiß. Ich möchte auch gar nicht zu Hause bleiben. Darf ich auch raus? Ich wollte ein bisschen Schlittschuh fahren heute nochmal. Ja, aber passt du bitte auf, dass du dir nicht wehtust dabei. Es sind so viele Leute momentan auf dem Eis. Bitte fahr niemanden um und tu dir selber vor allem nicht weh. Ja, ist okay, aber ich darf raus, ne? Ja, darfst du. Okay, wir sehen uns später. Bis später, viel Spaß. Danke. Leute, ganz kurz. Also, wie soll ich euch das erzählen? Also, mit Mama Danja haben wir noch besprochen, dass, also wir mit den Winterpets, dass wir da ein bisschen warten. Aber ich will nicht warten. Ich will diesen Eisdrachen. Möchte ich direkt haben. Und ich habe auch ein bisschen Taschengeld noch. Und ich weiß, ihr wird das nicht gefallen. Aber alle anderen, ihr habt ja auch schon die Pets und so teilweise geholt. Und ich möchte auch so ein Pet haben. Also ich bin natürlich, ich freue mich mit Dr. Pie und Robin und auch Rocky und Biene und Sammy und Fox und so. Die sind alle richtig cool. Aber ich meine... Ach ja, habt ihr gesehen, was ich beim letzten Mal schon... Wo ist das denn jetzt? Hier. Ein Snowball-Launcher. Den könnt ihr hier suchen. Also an 3 Orten. So, und dann kann ich hier Leute mit Schneebällen abwerfen. So, was ist denn hier bei Speedy? Kann ich ein Rennen gegen den machen? Oh, cool. Also Leute, ich habe überlegt. Es gibt ja leider immer noch keine neuen Möbel. Das ist sehr traurig. Aber... Vielleicht ist es ja auch überhaupt gar nicht schön, dass es noch keine neuen Möbel gibt. Vielleicht sollte ich die es jetzt aktuell noch gibt, erstmal nutzen. Hm. Und ich habe überlegt, ob ich vielleicht hier umräumen sollte. Nein. Haustierzimmer. Was war das? Och Mann. Jetzt muss ich von vorne starten. Hey! Das tut weh. Der Babykanzimmer ist ja jetzt so weihnachtlich, dann könnte ich das hier ja einfach winterlich einrichten. Das kann ich dann nämlich auch ein bisschen länger so lassen als das vom Babykan, weil das muss ich ja dann irgendwann wieder umbauen. Eieiei. Warte, das ist echt schwierig. Das erinnert mich sehr stark an Super Mario. Also da gibt es auch einen Pinguin, der ist super schnell. Den nehmen. Könnte ja... Ach Manu, diese Fußböden gefallen mir mal alle nicht. So. Super! Ich schaff das! Wie wär's denn mit... Oh nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das? Nee. Das? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Und jetzt geht es wieder zurück. Naja, ich lasse es erstmal so. So, und dann will ich nämlich... Dann muss ich hier halt jetzt noch ein bisschen diese Herbstmöbel nutzen. Aber vielleicht... Komm schon! Oh, jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Wuhu! So, ich hab's geschafft. Wo ich sagen muss, ich habe ja letztens was gesehen. Das hat mir gut gefallen. Das sollte ich vielleicht auch umsetzen. Aber erstmal färbe ich hier alles wieder ein. So. Boah, ich habe 800 jetzt bekommen. Kann ich das nochmal machen? Versuch's mal nochmal, Leute. Krieg ich dann nochmal 800? Ich versuch's. Aber ich bin nicht gut dabei. Mir tut auch schon alles weh. Ich hoffe, der tut sich nicht weh beim Schlittschuhlaufen. Ich hätte ihn vielleicht nicht alleine gehen lassen sollen, oder? Hätte ich ihn alleine gehen lassen sollen? Leute, bekommt man wirklich jedes Mal 800 Lebkuchenmänner? Das wäre ja super. Dann brauche ich ja nicht so viel von meinem Taschengeld ausgeben. Also, ich wäre zwar dafür bereit, aber ihr wisst schon, was ich meine. Oder muss ich immer schneller sein? Hm?
weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Aber ich mach das gut. Ich mach das sehr gut. Bibi Khan kann bald zu Olympia. Also ich. Weil ich heiße ja Bibi Khan, aber ihr versteht schon. Oh. Was macht denn Mama Danja die ganze Zeit zu Hause? Möchte sie eigentlich nicht raus? So, schaut mal, ich könnte hier... Au! Nicht jetzt das hier... Nee, das gefällt mir dann doch nicht. Aber ich könnte es hier hin machen. Da müsste ich halt einfach ein bisschen umstellen. Au! Aber ich habe ja Zeit. Bibi Khan ist ja eh unterwegs. Und ich hoffe, der tut sich nicht weh. Ich habe ja mit ihm schon gesprochen und ich habe ihm auch gesagt, dass er aufpassen soll. Okay, so Leute, jetzt wird Zeit. Dr. Pai, komm mal mit. Aber bei Bibi Khan weiß man ja nie. So. Hol mir jetzt den Drachen und wird Mama Danja damit überraschen. Die wird sich bestimmt freuen. Also der ist aber für mich. So, okay. Ich hol mir jetzt ein neues Pad. Oh, was ist das denn? Hm? Warum sind hier so Schneeflocken? Kann man die einsammeln? Nein, kann man nicht. So. Also Dr. Pai, wen möchtest du? Also der Yeti ist ziemlich cool. Alle sind ziemlich cool. Auch die Schneeeule. Ich will aber den hier. Okay, ich. Das ist mein Taschengeld, okay? Oh, guck mal! Oh, ich hab ein neues Pet. Ich hab den Drachen. Oh, damit werde ich Mama Danja jetzt überraschen. Aber sowas von. Boah, ich glaube, das wird richtig toll. Manni, wie gefällt es dir denn so bisher? Findest du das gut, wie ich das jetzt mache? Oder eher nicht so? Aber cool. Das wird doch allen ganz gut gefallen. Mama Danja darf sich einen Namen aussuchen. Mhm. Ich hätte einen ziemlich coolen Namen. Vielleicht David der Drache? Mhm. Aber es ist ein Eisdrache, oder? Dann ist es vielleicht... Ich weiß nicht. Habt ihr vielleicht einen Namen? Ich bin gerade sehr unsicher. Ich frage Mama Danja mal. Dann kann ich das hier so drunter stellen und das ist dann total so hübsch. Bin richtig gespannt, was Mama Danja zu meinem neuen Haustier sagt. So. Ich meine, wir wollten zwar warten, aber guckt euch das an, ich habe einen fliegenden... Also, ja, Drachen können sowieso fliegen, aber... Mama Danja! Ah, bist du wieder da, Bibi Khan? Ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht. Nein, mir geht's gut, dann guck mal, ich habe eine Überraschung. Ja, kannst du bitte nach oben kommen? Ich bin gerade ganz schwer beschäftigt. Wo bist du denn? Ich bin gerade im Haustierzimmer. Okay. Das passt ganz gut. Das ist gerade ein bisschen winterlich. Das passt ganz gut. Guck mal. Hm? Boah, das sieht super aus. Guck mal, Mama Danja. Ich habe einen Eisdrachen. Aber den wollte ich doch haben. Ja, aber ich habe ihn jetzt auch. Freust du dich nicht? Doch. Sehr. Für dich. Manni, guck doch mal. Aber wir hatten doch abgemacht, dass ich den Eisdrachen... Darf ich trotzdem einen Eisdrachen... Mama Danja, du kannst holen, was du willst, aber das ist mein Eisdrache. Okay, dann freue ich mich erstmal auf jeden Fall für dich. Wie heißt okay, du denn? Okay, super. Hallo, und herzlich willkommen. Ja, also, du kannst ihm auch einen Namen geben, wenn du möchtest. Ich? Ja, bitte. Nein, das kann ich nicht. Doch. Das ist doch deiner. Dann nennen wir ihn... Du siehst aus wie ein... Gibt es auch nicht so einen Film oder so, der heißt Elon der Drache? Meinst du jetzt die unendliche Geschichte? Heißt der da so? Bin mir nicht sicher. Also aber ich finde, so sieht er nicht aus. Ich finde, er sieht etwas niedlicher aus. Eher wie so ein Phineas. Wie? Wie so ein Phineas. Wie wird das überhaupt geschrieben? Mit PH. Kann er nicht einfach Finn heißen? Finn? Finn, the Frost Furry? Ja, dann nenn ihn Finn, the Finn Frost Furry. Okay. Finn von und zu Frost Furry. So, du bist Finn mit Doppel N, ne? Ja. Oh, das zeigt das aber nicht an, das ist blöd. Wie jetzt, der zeigt das nicht an? Ja, der zeigt das nicht an. Der zeigt das nicht an. Ach so, ja, du darfst nicht Finn heißen. Nein, anscheinend nicht. Hm. Keine Ahnung, Peter? Wie? Peter? Mir fällt jetzt kein Name ein. Ich muss mir ein zum nächsten Mal. Das wird eine Überraschung. Wie wär's denn mit... Mama Danja, ja, andere entweder Sache. Muss es so ein richtiger epischer Name sein oder ja, es deswegen, muss so ein ich muss das googeln. Ich sein. Muss einen Namen googeln noch. Na gut. Mama Danja, aber ich muss jetzt was sagen. Also, mein Eisdrache, ne, wo ich den jetzt adoptiert habe, da wurde mir gesagt, dass er sich besonders wohl fühlt,
in einer Familie, wo auch nochmal andere Winterpets sind. Das heißt, vielleicht solltest du dir auch nochmal eins aussuchen. Ich meine, mit ja, Manni und so kommt er super klar, aber trotzdem. Ja, das kriegen wir hin. Warte, ich gehe mir auch gleich noch eins aussuchen. Super! Ich muss doch gerade, du weißt doch, du kennst mich doch. Wenn ich doch einmal angefangen habe, Baby Khan, dann muss ich okay, doch immer ich zeige einmal dem Eisdrachen, zeige ich unser Haus, okay? Ja, erklär ihm bitte, wo alles ist und was er darf und was er nicht darf. So, ich zeige dir jetzt erstmal das Wichtigste, okay? Ich zeige dir jetzt erstmal, wo die Donutmaschine ist. Und zwar hier. Mit was möchtest du? Vanille, okay. So. Und dann müssen wir 10 Sekunden warten und dann bekommst du das gleich. Der ist so cool. Wir müssen auch gleich zu Shane. Der kann dir direkt einen Trick beibringen, okay? Oh, die sehen bestimmt ganz toll aus, die Tricks bei ihm. Bin ich mir sicher. So, das ist für dich. So. Und ich will jetzt hier mit Erdbeere. So, war lecker? War lecker. So. Ich muss jetzt auch was essen. So, dann zeige ich dir jetzt mal den Pool. Und wir müssen auch zur Schule gleich. So, hier ist der Pool. Guck mal, du schwebst dadurch. So, und wenn wir schlafen wollen, das können wir zum Beispiel dann hier machen. Ne, du kannst da schlafen, zum Beispiel. Und ich auch. So, ich muss sowieso einmal kurz schlafen. Und du bewachst mich. Leute, findet ihr die Winterpets auch richtig cool? Also alle Pets sind cool, aber ich finde die Winterpets auch richtig cool. Und ich möchte noch die Schneeeule. Aber vielleicht zu Weihnachten. Da muss ich mit Mama Danja noch reden. So. Mama Danja, wir wollen dann zur Schule. Ja, ich... Warte, ich bringe euch gleich. Ich will mir ja auch... Hä, was für Schule? Ja, wir haben noch keine Ferien. Nein, noch nicht. Was? Wir haben noch keine Ferien. Sind wir eingeschwindelt? Ich dachte, es sind Ferien. Nein, nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass du wüsstest? Diese Woche haben wir doch noch, oder nicht? Hm? Ich dachte eigentlich nicht. Hm. Na gut, ich weiß nicht. Also vielleicht... Weiß ich nicht. Ich gehe trotzdem mal. Ich zeig trotzdem, dem Eisdrachen ja, in die Schule. Ja, also mit ihm musst du in die Schule, aber du musst, glaube ich, nicht. Glaube ich. Ich muss auch was zu trinken holen. So, das ist unser Auto. Wie cool der da drinnen sitzt. Ist voll witzig. Mama Danja, kommst du jetzt mal? Ja, ich komme schon. Also langsam wird es auch mal Zeit. Ja, ich weiß, aber weißt du, das Haustierzimmer sieht jetzt wieder so anders und schön aus. Ja, okay, das kannst du ja beim nächsten Mal weitermachen. Ja, ich gehe ja schon. Okay, also ich hole mir jetzt auch noch ein oder zwei oder drei Haustierchen. Kann ich dann aber auch weißt du, ich muss Manni ja eigentlich auch noch erwachsen machen. Weil ich will doch einen Neon-Manni. Ja, das mache ich beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal kann ich auch mit ihm fliegen. Hallo, Mr. Fissi, das ist mein neues Haustier. Ja, finde ich auch cool. Ich finde ihn auch ganz süß. Und richtig, der sieht auch richtig stark aus. Braucht doch eigentlich noch einen Neon-Manni. Huch, jetzt hänge ich fest mit dem Auto. Ach, das war doch einfach schon wieder klar. Ein Glück haben wir hier in der Adopt-Me City eine gute Autoversicherung. So, Baby Khan, ich bin jetzt auch in der Stadt. Ja, super. So, und dann nehme ich mir noch was zu trinken auf. Was ist denn jetzt? Also willst du dir jetzt ein Winterpad holen oder nicht? Ja, ich bin gerade auf dem Weg dahin. Mir ist nur gerade eingefallen, dass ja Manni ist ja noch gar nicht ausgewachsen, weißt du? Ja, aber trotzdem. Und ich will doch einen Neon-Manni. Ja, kannst du ja trotzdem machen. Bist du sicher? Ja. Na gut. Warte, ich komme auch. Aber so ein Neon-Drachen wäre bestimmt auch cool. Ja gut, aber da musst du 4 Stück davon kaufen. Die sind schon echt teuer. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Geld haben. Das weiß ich auch nicht. Also vielleicht nicht jetzt direkt. Aber du musst doch jetzt keinen Drachen kaufen. Du kannst doch was anderes holen. Ich will... Zum Beispiel einen Schneemann. Ich hole mir jetzt die Schneeeule. Nein! Oh. Mama Danja, ich wünsche mir die Schneeeule zu Weihnachten. Kannst du doch. Ist dann meine Schneeeule. Nein, du Mama Danja, kannst du nicht den Yeti holen vielleicht? Oder den Lux? Du willst du mich jetzt eigentlich gerade... Bitte, die Schneeeule ist... Wir hatten abgemacht, dass du den Yeti nimmst und dass wir beide eine Schneeeule haben und ich den Drachen. So, und jetzt kommst du um die Ecke, kaufst dir einfach einen Drachen und ich darf mir jetzt keinen Drachen und keine Schneeeule kaufen? Ja, aber guck mal, du kannst dir einen Schneemann kaufen, du kannst dir einen Yeti kaufen, einen Lux und hier so ein Ochse. Hm. Was willst du denn noch mehr? Och, das war ja klar. Du machst mir alles nach. So? Nee, du machst mir alles nach. Ich habe gesagt, ich nehme den Drachen. So, aber zumindest haben wir jetzt beide einen Eisdrachen. Kaufen? Hallo, du holst doch jetzt nicht noch einen Yeti, oder? Natürlich hole ich jetzt noch einen Yeti. Das kannst du aber wissen. Was? Wow, Mama Danja hat jetzt auch einen Yeti.
Und dann kaufe ich noch einen Schneemann. Mama Danja, es reicht! Und dann kaufe ich noch eine Schneeeule. Und dann kaufe ich noch eine Ochsen. Und dann kaufe ich auch noch den Luchs. So. Mama Danja, du hast wirklich alle Pets gekauft? Ich habe jetzt alle Pets gekauft, ja. Und jetzt kaufe ich mir hier auch noch die ganzen. Und was ist mit meinem Weihnachtsgeschenk? Ich dachte, du hättest nicht so viel Geld. Kaufen? Ja, ist schon erledigt. Weißt du was? Ich habe gespart für Weihnachten. So. Dafür kann ich jetzt das. Was ist das denn? Was ist das nochmal? Oh, das ist so eine Fly Potion. Jetzt kannst du auf deinem Drachen fliegen. Ja, ich zeig dir das jetzt. Boah. Siehst du? Guck mal. Ich kann mit meinem Drachen fliegen. Das kannst du nicht. Das stimmt. Das ist schon ziemlich cool. Ja, ich weiß. So, Leute, also ihr habt es gesehen, Mama Dani hat wirklich alle Winterpets gekauft. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe alle Winterpets gekauft. Ich habe jetzt einfach einmal richtig reingehauen. Bei welchem Money bist du eigentlich? Ich habe Winterpets gekauft. Ich bin jetzt beim letzten Money. Mhm. Gut, vielleicht kriegst du das ja auch jetzt die Tage hin und dann kannst du auch... Ich hoffe, ich muss... Money muss endlich mal ein Neon-Money werden. Dafür ist Money geschaffen worden. So, Leute, das war's. Also wir waren wieder hier in Adopt Me City unterwegs und haben uns neue Pets geholt, besonders Mama Danja. Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, dass sie vielleicht ein bisschen übertrieben hat? Was habe ich gemacht? Über was? Ja, nichts. Also vielleicht über wie? Vielleicht könntest du mir ja eins schenken. Einfach so. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.